So, servus. Einen wunderschönen guten Start ins neue Video. Eigentlich soll es heute um das Thema Bienenflucht gehen. Also ich bin gerade auf dem Weg, Bienenflucht einzulegen, an einem anderen Bienenstand. Aber davor habe ich hier noch 12 Bienenvölker stehen. Da mache ich hier noch eine kleine Schwarmkontrolle. Schau mal nach dem Rechten. Und dann fahre ich und dann sehen wir uns wieder zum Bienenflucht einlegen. Jetzt sind wir hier auf der Schwäbischen Alb an einem sehr schönen Bienenstand. Landschaftlich, wenn ich mich hier so umdrehe, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, also einen schönen weiten Blick über die Alb. Man hat auch bis vor letzte Woche gesehen, wo die Rapsfelder noch gelb sind. Sie sind jetzt nicht mehr so arg gelb. Ein paar Späte sind noch gelb. Also im Grund die Bienenfluchten einzulegen, um eben den Honig zu ernten. Ja, der Standort war jetzt bei mir nicht ganz so ergiebig. Ich kann euch gerade noch nicht sagen, woran es liegt. Es war auch eine relativ schwache Gruppe von mir. Die sind schwach eingewintert und dementsprechend auch schwach ausgewintert. Aber nichtsdestotrotz gibt es schönen Rapshonig. Ja, ich ernte jetzt seit ein paar Jahren meinen Honig mit der Bienenflucht. Für alle, die das nicht wissen, die Anfänger sind oder überhaupt keine Imker und meine Videos schauen. Im Prinzip ist es hier so ein Brett, da gibt es diese zwei gelben Teile, da können die Bienen bloß in eine Richtung durch. Sprich, man legt es einfach zwischen Honigraum und Brutraum rein, dann läuft die Biene da über Nacht oder in der Zeit aus dem Honigraum in den Brutraum und dann sind die Bienenräume im Prinzip bienenleer. Und man kann die komplett den Honig entnehmen, ohne dass man da irgendwie die Bienen aufscheuchen muss, ausblasen muss. Wie gesagt, mache ich seit ein paar Jahren. Ist für mich so absolut die schonendste Art, wie man Honig ernten kann. Mache ich seit, glaube ich, habe ich ganz am Anfang mal gemacht, dann habe ich es mal nicht gemacht. Und seit wir auf jeden Fall nicht mehr mit Demeter zertifiziert sind, nehme ich das wieder, weil bei Demeter, das war auch ein Grund, warum eben kein Demeter mehr. Man soll ja kein Absperrgitter nehmen, sprich keine Trennung zwischen Honig und Brutraum haben für die Biene. Und dann funktioniert das mit der Bienenflucht nicht. Ja, dann, das funktioniert ja nur, wenn ich unten eine Königin habe. Umso besser die Königin, umso besser funktioniert es. Und zu Demeter-Zeiten habe ich jede Wabe abgekehrt und da gefällt mir die Bienenflucht eigentlich vom Bienenschonen darin deutlich besser. Ja, also ich würde die jetzt mal einlegen und dann zeige ich euch nochmal, sehen wir uns wieder. So, also ich habe jetzt hier mal den Honigraum von dem Bienenvolk abgenommen. Dann bekommt es hier im Prinzip oder hat im Prinzip einen leeren Honigraum. Das ist einfach wichtig, dass das Bienenvolk zum einen Platz für die Bienen hat, zum anderen aber natürlich auch ausreichend Futterreserven, falls mal ein paar Tage kommen, in denen es einfach keine Tracht gibt, in denen die Bienen nichts finden und in denen sie nicht fliegen können, weil es regnet, braucht ein Bienenvolk einfach immer eine Futterreserve. Und jetzt mache ich das in dem Fall einfach so. Da kommt jetzt die Bienenflucht drauf. Passt genau. Und man sieht es hier im Prinzip. Da können die Bienen raus und können im Prinzip nur relativ schwer zurück. Das Ganze natürlich zweimal. Warum zweimal? Falls eine, warum auch immer, nicht gangbar ist, haben die Bienen immer noch eine weitere Möglichkeit. Und da kommt jetzt wieder dieser Honigraum im Prinzip oben drauf. Mal schauen, ob ich das jetzt so schaffe. So. Und dann sieht das Ganze im Prinzip so aus. Kommt der Deckel wieder drauf vom Bienenvolk. Und dann wird der Honig einfach ein paar Stunden später, der Honigraum abgenommen. Und
ja, ohne dass man groß die Bienen stört, dass man die groß kehrt, verärgert, wie auch immer, hat man so den Honig und kann den dann mitnehmen zum Schleudern. Ja, Sodele, jetzt ist verbracht. Also die Bienenvölker haben jetzt alle die Bienenflucht. Ich habe auch nochmal nach der Schwarmtriebigkeit geguckt, aber traditionell ist es ja klar, wenn der Raps verblüht, geht es natürlich auch zurück. Ja, jetzt schauen wir es uns noch mal ganz kurz an zum Abschluss und dann hoffe ich, dass ihr da ein bisschen Eindruck gewonnen habt. Es ist ja jetzt immer so, Brutraum, Absperrgitter, Honigraum leer, praktisch aber mit ein paar Kilo Honig natürlich drin, Bienenflucht und dann diese Honigräume zum Abernten. Die müssen im Prinzip auch dicht sein, auch hier am Deckel, es sollte keine Biene durchpassen. Das ist natürlich jetzt bei mir, bei den alten, eigengebauten, billigen Dingern, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man die Deckel dann noch mal ein bisschen praktisch hin und her biegt. Aber das geht alles. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute, einen Tag später, nach dem Einlegen von den Bienenfluchten, bin ich wieder hier. Wir haben es jetzt so knapp 5 Uhr und heute nehme ich einfach den Honig mit. Das sieht eigentlich jetzt, glaube ich, hoffe ich, ganz gut aus. Ja, wenn man hier so reinschaut, es sind noch so einzelne Bienen drin. Aber im Prinzip kann man sagen, die Honigräume sind bienenfrei. Ich kann jetzt einfach runternehmen, ins Auto laden. Und dann fahre ich daheim und ja, da bin ich praktisch zum Frühstück wieder daheim. Ich bin nun im Prinzip abfahrfertig, die Bienenvölker sind verstaut, der Honig ist im Auto. Kann man jetzt praktisch direkt in den Schleuderraum fahren und dann haben wir in ein paar Tagen den frischen Rapshonig vom Jahr 2020 im Glas. Das wird auch höchste Zeit. Denn der Rapshonig ist bei uns ja schon ein bisschen ausverkauft. Also insofern wird es Zeit, dass die erste Fuhre, die erste Ernte vom Rapshonig in diesem Jahr mal wieder eingefahren wird. Also wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Das freut mich dann. Oder ein Abo, noch auch schöner. Und empfehlt den Kanal auch gerne weiter. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.